Herzlich willkommen zum dritten Advent. Nun steht nicht mehr viel vor uns, ja? Dann haben wir schon Weihnachten. Und na, ich freue mich doch so langsam auch wirklich richtig schon drauf. Und ja, heute gibt es keine Geschichte, sondern heute gibt es nochmal ein kleines Adventsgedicht. Und das trage ich euch jetzt vor. Es heißt Advent. Im Tale sind die Blumen nun verblüht, und auf den Bergen liegt der erste Schnee. Des Sommers Licht und Wärme sind verglüht. In Eis verwandelt ist der blaue See. Wie würde mir mein Herz in Einsamkeit und in des Winters Kälte angstvoll gehen? Könnt ich in aller tiefen Dunkelheit nicht doch ein Licht in diesen Tagen sehen? Es leuchtet fern und sanft aus einem Land, das einstes voll von solchen Lichtern war. Da ging ich fröhlich an der Mutter Hand und trug in Zöpfen noch mein braunes Haar. Verändert hat die Welt sich hundertmal in Auf und Ab. Doch sieh, mein Lichtlein brennt. Durch aller Jahre Mühen, Freud und Qual leuchtet es hell und schön. Es ist Advent. Das war jetzt wieder ein kleines, kurzes Gedicht, aber ich fand das auch wirklich eigentlich sehr schön. Also es gibt jede Menge Gedichte natürlich, die man hätte jetzt vortragen können, aber dann hätte ich wahrscheinlich, keine Ahnung, stundenlang damit verbracht, oder ihr stundenlang damit verbracht, ein Video von 1 oder 2 Stunden zu gucken, und ich glaube nicht, dass das irgendjemand möchte. Und wir wollen ja auch hier nicht ein Let's Read draus machen. Deswegen muss das jetzt mal reichen, ne? Und ja, ich hoffe, die Gedichte, die ich bisher ja auch schon vorgetragen habe, und eins kommt ja noch, und auch die Geschichte natürlich, bringen euch auch so ein bisschen Weihnachtsstimmung und sagen euch so ein bisschen, was ist wichtig an Weihnachten. Ich weiß, was für mich auf jeden Fall wichtig ist, das habe ich, glaube ich, auch schon in einem Video gesagt. Das ist meine Familie eben. Das ist wunderbare Weihnachtsfest mit der kompletten Familie zusammen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen dritten Sonntag. Einen schönen dritten Adventssonntag. So. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und euch noch einen schönen Sonntag. Ciao.